Das Musikdrama Bandits von 1997 ist Kult. Im Gefängnis lernen sich vier Frauen kennen und gründen eine Band. Bei einem Auftritt auf dem Polizeiball können sie jedoch entkommen. Ein Musikproduzent wittert das große Geschäft und dank seiner Hilfe werden die Bandits zu Stars. Bei einem Konzert vor ihren Fans können sich die vier Frauen der Festnahme entziehen und nehmen einen Touristen als Geisel. Mit ihm im Auto beginnt eine Flucht vor der Polizei in Richtung Hamburg. Ihr seid aus dem Gefängnis ausgebrochen. Hey, 100 Punkte. Ich habe keine Angst, dass die Polizei dich schnappt. Ach, wir haben schon so viel Angst. Dann komm ich darauf. Auf der Berlinale 2019 wurde Bandits in der Sektion Retrospektive gezeigt. Im Beisein von Regisseurin und Drehbuchautorin Katja von Garnier und den Hauptdarstellerinnen Katja Riemann, Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz. Für die vier hat das Musikdrama eine ganz persönliche Bedeutung und nimmt in ihren jeweiligen Filmografien einen besonderen Platz ein. Ganz oben, oder? Ganz, ganz oben. Ganz oben. Ganz, ganz oben. Bandits hat, glaube ich, uns alle in so eine andere berufliche Realität geschleudert. Also abgesehen von beruflichen Dingen ist es ja so, dass es uns alle immer noch gibt in der freundschaftlichen Verbundenheit. Das ist halt erstaunlich. Die Verbundenheit begann schon vor Drehbeginn, denn Katja von Garnier, die das Drehbuch zum Film gemeinsam mit Uwe Wilhelm geschrieben hat, arbeitete bereits bei der Ideenentwicklung eng mit Katja Riemann zusammen. Wir haben das ja zusammen uns ausgedacht, dass wir jetzt so einen Film machen wollen mit Musik. So, das heißt, wir waren ja eh von vornherein zusammen. Insofern war das jetzt nicht so ein Prozedere, ja, hier kriegst du das Drehbuch oder so, sondern das war ja alles gemeinsam entwickelt. Da also kamst du nicht mehr raus. Es war für die Schauspieler entwickelt praktisch auch und für und mit. Wir haben alle einen Teil der Regisseurin gespielt, Katja von Garnier. Und wir mochten sie alle gerne und jeder hat gewusst, man spielt eigentlich keine ganze Person, sondern nur einen Teil davon. Und das haben wir so ausgebreitet und uns drin breit gemacht und wohlgefühlt. Es hat einfach Spaß gemacht. Nie darf man so Klischees spielen und über Freundschaft was erzählen, über eine Frauenfreundschaft und das alles noch mit Musik. Es ist einfach der einzige funktionierende Musikfilm aus Deutschland in den letzten 50 Jahren. Filme mit einem nahezu komplett weiblichen Ensemble gibt es heutzutage zwar häufiger, 1997 war das aber die absolute Ausnahme. Mit dieser Vorreiterrolle hatte es Bandits besonders schwer. Es war der totale Overload an Frauen. Und es wurde auch wirklich nicht bewillkommnet. Bewillkommnet? Nee. Das finde ich ein super Wort. Das muss man wirklich so sagen. Nee, wir werden ja so oft gefragt, ob das so ein Programm dahinter war. Ne? Und das war eigentlich, also nicht der, das war nicht der Fall. Das war jetzt kein sein feministisches Pamphlet oder so, sondern wir haben einfach Dinge Film gemacht, die wir machen wollten. Zu 5, 6. Aber es ist, glaube ich, das dann geworden, was Sie jetzt gerade so als Vorreiterrolle oder so genannt haben oder als Raw Model oder sowas, dazu ist es, glaube ich, geworden, weil sonst würde man ja 20 Jahre später nicht nochmal zeigen oder so und uns auch alle dazu bitten. Also man hat quasi retrospektiv erst erkannt die Bedeutung dessen, was da stattgefunden hat. Und ich glaube, es hat auch ein gewisses Freiheitsgefühl, was in dem Film vorherrscht, glaube ich, was viele so, also auch junge Leute inspiriert hat. Oder oftmals kommen Leute zu uns über die ganze Zeit noch, ja, und sagen, hey, sie haben Musikinstrument gelernt, sie haben Schlagzeug gelernt nach dem Film. Jungs auch, die Schlagzeug gelernt haben nach dem Film. Ganz tolles Gefühl, so viele Menschen und junge Menschen inspiriert zu haben mit also dem Film. Genau, dass der Film wirklich für ja, Menschen in ihrem Leben eine Bedeutung hatte. Ja, ein tolles Gefühl. Baby, don't forget to catch me. Don't forget to catch me.